Es waren ohnehin schon Tage der Aussichtslosigkeit angesichts der Wassermassen, die die Region rund um Valencia im Osten Spaniens überfluteten. Ein Gebiet doppelt so groß wie Frankfurt am Main. Mehr als 220 Menschen starben nach dem Unwetter und dem folgenden Hochwasser Ende Oktober. Dann wuchs die Wut der Überlebenden darüber, dass staatliche Hilfe viel zu spät oder gar nicht ankam. Ob sich das heute, genau einen Monat später, geändert hat, berichtet Sebastian Kisters. In Teilen des Flutgebiets sieht es noch so aus, als sei das alles gestern passiert, nicht vor 4 Wochen. Alejandro, Ortiz und Kollegen steigen hinab in eine Tiefgarage. Der Geruch hier unten, eine Mischung aus Blumenwasser, das viel zu lange in einer Vase stand, und verwahrloster Bahnhofstoilette. Die Abwasserrohre sind kaputt, weil die Flut so viele Wagen unter die Decke gedrückt hat. Von Toiletten, Spülbecken, Duschen aus den Wohnungen darüber läuft das Abwasser in die Garage. Es ist ein Desaster, sagen die Klempner. Und so wie hier sehe es in vielen Tiefgaragen aus. Wenn das so weitergeht, dauert das hier alles ein Jahr, wenn es keine Koordination der Regierung und Verwaltung gibt. Frustrierend finden viele. Trotz großer Proteste komme immer noch nicht genug Hilfe an. Auch wenn mittlerweile vielerorts Soldaten und Feuerwehren helfen. Mehr als 100.000 Autos hat die Flut vor sich hergetrieben oder in Straßen und Tiefgaragen zerstört. Autofriedhöfe wachsen an Straßenrändern. Wie viel Batterieflüssigkeit, Diesel, Benzin mag mit der Flutwelle über die Böden bei Valencia geschwappt sein, fragen sich nun Landwirte wie Julio Quilis und María José Jiménez. Diese Zwiebeln können wir nicht mehr verkaufen. Essen kann man sie nicht. Die können wir nicht ernten. Das wäre gefährlich. Wir wissen nicht, ob sie kontaminiert sind. Das müssen wir erst von einem Labor untersuchen lassen. Gesund und frisch heißt der Biobetrieb. Es wird wohl ein Jahr dauern, bis sie wissen, ob sie dieses Versprechen überall halten können. Immerhin, sie haben Felder auch außerhalb des Flutgebiets. Der Betrieb kann weiterlaufen. Nicht nur Felder sind überschwemmt worden, auch mehr als 60.000 Wohnungen wie die von Familie Herreit. Eine deutsche Hilfsorganisation bringt ihnen gerade Hochdruckreiniger und Trocknungsgeräte. Es bedeutet uns viel. Wir sind einfache Leute, ich bin krank und Rentnerin. Mein Mann arbeitet noch. Wir brauchen alles neu. Steckdosen, Gipsplatten. Wir haben keine Küche mehr. Uns fehlt so viel. Fast 2,5 Meter hoch stand das Wasser im Haus. Binnen Sekunden sei es hereingebrochen. Mit Glück hätten sie überlebt. Offizielle Hilfe sei hier noch nicht angekommen, auch wenn Milliardensummen fließen sollen. Am dankbarsten sind sie hier jetzt für Trocknungsgeräte und seien sie auch noch so klein. 4 Wochen her jetzt, die Flut bei Valencia. Wassermassen sind gegangen, geblieben sind Wut, Verzweiflung und Dankbarkeit gegenüber Helfern, verewigt auf staubigen Autoscheiben.